Liebe Freunde der Abfallwirtschaft, ich habe noch ein Video für euch. Ich habe jetzt eins über Corona aufgenommen, 100 Tage Corona-Statistik in Dresden. Ein zweites über die Sitzung des Stadtbezirksbeirates, Entschuldigung, Stadtbezirksbeirat heißt es inzwischen, Neustadt. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, ein bisschen länger, Entschuldigung. Und jetzt mache ich noch ein drittes zur Abfallwirtschaft in Dresden. Es wird auch ein bisschen länger, Entschuldigung. Also, der Stadtrat bzw. seine Ausschüsse haben jeweils in öffentlicher Sitzung, aber in der Regel ohne Öffentlichkeit, beschlossen, dass die mechanisch-biologische Anlage in Klotzsche, in der Müll getrennt und dann zu Trockenstabilat gepresst wird, dass die geschlossen wird. Und zwar, das Trockenstabilat setzt sich zusammen aus dem Dresdner Haushaltsmüll. Da wurde das Eisen raussortiert, der wurde ein bisschen getrocknet, damit er auch weniger Gewicht hat. Es wurden auch Inertstoffe wie Steine, Glas und so weiter, ich nehme an, optisch irgendwie entfernt. Und am Ende wird also dieses Organische, also das, was man an Gemüse in den Restmüll wirft, statt in die Biotonne, wo es besser aufgehoben wäre. Plastikverpackung, aller möglicher Scheiß, den man eben in den Restmüll schmeißt, ob zu Recht oder zu Unrecht, der wird getrocknet und zu Pellets gepresst, zu kleinen verschiedene Formen und Größen und Dichten und was weiß ich, gibt's alles. Und es hat einen Brennwert von 12 bis 14 Megajoule pro Kilogramm. Oder Heizwert. Das sind zwei verschiedene Dinge, aber sie liegen nah beisammen. Also wenn du das Zeug verbrennst, dann entsteht Wärmeenergie. Das kann man umnutzen, entweder für Fernwärme oder eben für Stromherstellung. Ich habe mir per Presseanfrage die Zahlen geben lassen. Aus den rund 75.000 Tonnen, 75.000 Tonnen Hausmüllabfälle von allen Dresdnern in einem Jahr werden am Ende 34.000 Tonnen Trockenstabilat. Das war in der Vergangenheit so und es läuft auch noch, glaube ich, bis, oh Gott, ich glaube bis Februar nächsten Jahres. Dann muss die Anlage stillgelegt werden, weil die Betriebsgenehmigung erlischt und sie wurde eben nicht verlängert auf Wunsch des Stadtrates. Also aus 75.000 Tonnen Hausmüll werden 34.000 Tonnen Pellets. Diese Pellets werden dann an Braunkohlekraftwerke und oder Zementwerke eben nicht verkauft, sondern man wirft noch Geld hinterher. Und zwar in der Vergangenheit rund 93 Euro pro Tonne, damit die unseren Trockenstabilat überhaupt abnehmen. In Summe ergibt es die Menge von 34.000 Tonnen Trockenstabilat. Hat einen Energiewert, statistisch gesehen, es kann natürlich abweichen von rund 110 Gigawattstunden. Was sind 110 Gigawattstunden? Das ist ungefähr die gleiche Menge an Energie, die mit Biogas und mit Solaranlagen in Dresden, im Dresdner Stadtgebiet hergestellt werden. Und durch EEG-Gesetz ist die DREWAG als Netzbetreiber verpflichtet, diesen Strom in ihr Netz aufzunehmen. Und dafür kriegen diejenigen eine EEG-Umlage, einen Teil für ihren Strom. Das sind also jeweils 110 Gigawattstunden. Im Geschäftsbericht der DREWAG steht was von 4.500 Gigawatt Strom, den die DREWAG im Jahr 2018, das ist das aktuellste, verkauft hat. 4.500 hat sie verkauft. Ich habe nachgefragt, rund zwei Drittel werden von außerhalb zugekauft. Das heißt, mit den Anlagen, Nossener Brücke, Heizkraftwerk Nossener Brücke, in Raik steht was, es gibt diverse, ich glaube in Migden und so weiter. Also all den Strom, den die DREWAG selber herstellt, der ist nur ein Drittel, zwei Drittel werden von außen zugekauft. Muss man wissen. Also 4.500 durch 10 ist 450, durch 2 ist ungefähr 200. Hast du mich gesehen? Das heißt, durch 10, durch 2, durch 20, 5% des Dresdner Stroms könnten durch die Verbrennung unseres Mülls und durch erneuerbare Energien, ich mag das Wort nicht, Energie kann man nicht erneuern, die ist da und die verschwindet auch nicht, die verteilt sich nur auf einen größeren Raum. Aber erneuerbare Energien ist das Wort, was man dafür benutzt. 5%. Und es sind etwas weniger als 5%. Aber es war überschlagen. Ich habe gerade nichts außer meinem Smartphone hier und einer Cola und einer Zigarette. Und naja, also.
In Zukunft wird also der Dresdner Müll nicht mehr getrennt in Dresden und sortiert und zu Pellets gepresst, sondern er wird dort nur noch umgeschlagen an diesem gleichen Ort, in größere Autos geladen, gepresst, whatever. Und dann wird er ungefähr 100 Kilometer weit weggefahren zu diversen Müllverbrennungsanlagen und wird dort also nicht sortiert und nicht getrennt, einfach mitverbrannt. Das kostet dann nicht mehr 93 Euro pro Tonne, sondern, wie mir in der Antwort mitgeteilt wurde, geschätzt 114 Euro. Es wird also 20 Euro teurer. Und das sind bei 93 Euro nicht ganz ein Viertel, irgendwie 15% wird es teurer. Und dazu muss man ja dann noch rechnen, was die Transportkosten, 100 Kilometer, ist ja auch kein Pappenstiel, kommt also noch oben drauf. Also man kann Pi mal Daumen sagen, die Müllentsorgung in Dresden wird nicht klimafreundlicher, sie wird auch nicht wirklich schlechter, es wird nicht mehr so gut sortiert, das kann man hinterher immer noch machen, das Eisen verschwindet ja nicht in der Müllverbrennungsanlage. Der Punkt ist, der Stadtrat und seine Ausschüsse haben mehr oder minder im Vorbeigehen, ohne große Diskussion, ohne große Wahrnehmung der Öffentlichkeit, die Dresdner Müllentsorgung grundlegend auf andere Schienen gestellt. Es gab einen Presseartikel dazu, aber der war nicht besonders detailliert. Und naja, ich habe mir auch die Niederschriften von den öffentlichen Sitzungen bezüglich der Umstellung angeguckt. Nur die öffentlichen Sitzungen werden protokolliert für die Öffentlichkeit. Die anderen, da kriegt die Öffentlichkeit nichts von mit. Ich kann also nur von den Sitzungen reden, die öffentlich waren. Und dort habe ich nicht viele Fragen von Stadträten wahrgenommen. Und ich habe auch nicht wahrgenommen, dass die Grünen und die Grünen auch irgendwie revoltiert hätten, dass das alles nicht gut fürs Klima sei, weil der Müll ja verbrannt wird. Also thermisch verwertet ist der Fachausdruck, thermische Verwertung. Also die Grünen haben auch die Hacken zusammengeschlagen. Und vor ungefähr 1,5 Jahren hat der Stadtrat einen Beschluss getroffen, dass jeder Beschluss des Stadtrates, jede Vorlage, jeder Antrag irgendwie den Klimaschutz berücksichtigen muss, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir bei der Vorlage nicht aufgefallen. Die wurde schön, ich glaube, der Martin Schulte-Wissermann, Piratenstadtrat, fraktionslos, der hat eine kritische Frage gestellt, aber ansonsten Schweigen im Walde. Ich werde diesem Video eine kleine Tabelle, Google-Tabelle, beifügen. Da habe ich die Abfallbilanzen der letzten 5 Jahre, also 15, 16, 17, 18 und 19, die sind inzwischen, die 19er ist kürzlich veröffentlicht worden, habe ich in eine Tabelle übertragen. Aus einem PDF abgetippt, ganz einfach, ist nicht viel Arbeit, da kann man aber verformeln. Und da habe ich also eine Übersicht erstellt und man kann sagen, dass in den letzten 5 Jahren das Müllaufkommen von Dresdnern von 326 unwesentlich auf 322 Kilogramm pro Person oder pro Einwohner und Jahr gesunken ist. Also marginal um 1% ungefähr. Berücksichtigt ist dabei, dass die Dresdner Bevölkerung in der Zeit gewachsen ist. Also die Bevölkerungszahl zur Jahresmitte ist jeweils mit angegeben in der Abfallbilanz. Es hat sich also am Dresdner Müllaufkommen, abgesehen von der gestiegenen Einwohnerzahl und dem damit verbundenen erhöhten Müllaufkommen, nicht wirklich was getan. Und naja, wir hatten immerhin fast 5 Jahre Rot-Grün-Rot und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Bilanz ist schwach, liebe Gestaltungsmehrheit. Was ich damit sagen will, ist, der Einfluss der Politik über Zeiträume von 5 Jahren ist teilweise so marginal, dass es nicht wahrnehmbar ist. Aber wichtig ist, dass die Politiker uns verkaufen, dass ihre Entscheidungen wegweisend waren. Ich erinnere da an Corona. Ja, der Mundschutz war es, der die Corona-Pandemie eingeengt hat, die Kontaktverbote, all das. Und sie können es nicht beweisen, sie wollen es auch gar nicht beweisen. Es wird einfach behauptet, Ursache, Wirkung, monokausal, bam. Und beim Müll, ganz ehrlich, wer sich die Zahlen anguckt, ich werde es wie gesagt verlinken, der wird feststellen, du kannst machen, was du willst. Das Konsumverhalten der Menschen ändert sich nicht so schnell, dass eine Wahlperiode von 5 Jahren daran merklich was ändern würde. Ich bin bei 9 Minuten, das soll reichen. Mach es gut.